Oh, voll unbereitet. Unbereitet und vorbereitet. Hallo liebe Leute, ich bin ShortyCuber. Dies hier ist wieder ein kleines Ankündigungsvideo, wie es jetzt ausschaut mit den weiteren Projekten. Und zwar ein kleines Update dazu, was ist jetzt mit Dr. Kawashima? Ich habe Punch-Out beendet, wie schaut es jetzt aus mit dem nächsten Projekt? Wie schaut es mit Wind Waker aus? Ja, Wind Waker wird heute noch kommen, nur ihr müsst euch etwas noch gedulden. Muss das Ganze jetzt noch aufnehmen und dann rennen und hochladen. Das kann noch ein paar Stunden dauern. Bis zu dem Zeitpunkt, mal abgesehen davon, dass ich jetzt hier 18:56 Uhr hier da sitze und von mir aus, dass jetzt ein paar Stunden sind. Von euch aus dürften es jetzt wahrscheinlich nur noch eine Stunde sein oder so. Also wenn ihr es aktuell seht, beziehungsweise wenn ihr es später seht, ist es schon hochgeladen. Ja, ist klar. Auf jeden Fall, ich möchte mich kurz halten. Ich werde es wahrscheinlich eh nicht schaffen, aber ich mache mal alle meine Hirnordner auf hier. Und zwar, wir haben ja Dr. Kawashima ein kleines Let's Give Up davon gemacht mit 10 Parts, wovon einer aber mittendrin dann ausgeschieden ist sozusagen und derjenige auch die Person ist, der, ich sage mal, die Qual davon tragen muss. Wie es mit den restlichen ausschaut, werden wir uns vielleicht noch was im Nachhinein überlegen. Auf jeden Fall schaut das jetzt so aus, dass Roxas Zero Ventus, derjenige, der nicht mehr hochgeladen hat und uns auch nichts davon gesagt hat, ein gewisses Spiel spielen wird, das sich wie folgt nennt, und zwar Rocky Rodent für den SNES. Ihr seht es jetzt wahrscheinlich eh im Bild gerade. Es ist durchgeknallt, das Spiel. Ist alles, was ich dazu sagen kann einmal. Und dass ich Albträume hatte damals von dem Spiel. Wie schaut's jetzt aus? Wer ist Platz 3, 2 und 1? Und ich habe ja noch einen fünften Teilnehmer an sich dabei gehabt, der aber nicht mitmachen konnte. Das war Chuck Moritz, 1337, der mit mir jetzt aber, und das werde ich ja noch im Nachhinein sagen, mit mir ein gewisses Projekt anstarten wird. Wie gesagt, das kommt jetzt danach. Zuerst möchte ich einmal erklären, wie schaut's aus. Platz 3 hat 2346,7 Punkte. Platz 2 hat 2579,8 Punkte. Und Platz 1 hat 2740 solide Punkte. So, wer jetzt meinen Part gesehen hat, wird natürlich wissen, welche Punkte ich hatte und kann sich natürlich jetzt denken, welchen Platz ich bin. Aber für die Leute, die es nicht wissen, machen wir es spannend. Platz 3 ist Shinji, 1602. Platz 2 ist Kaktus Knacki. War eigentlich relativ gut und ich habe richtig Schiss gehabt, wie ich sein Part gesehen habe, dass er vielleicht doch mehr Punkte hatte. Aber es war knapp. Und Platz 1 hab. Puh, ich habe mir Mühe gegeben, war ich. Nun gut, da, so viel dazu. Wie es jetzt noch weiter aussehen wird, wir werden sicher in Zukunft noch solche Projekte machen. Nur ich würde mal sagen, vorübergehend werde ich da in der Richtung Pause machen und werde mich jetzt auf dieses Zweitprojekt, was ich neben Wind Waker starten werde, jetzt konzentrieren. Was da wäre, ein weiteres Zelda-Game. Und zwar ist es ein Teil von zwei von einer Doppelspielerei sozusagen. Das wäre Oracle of Ages und Oracle of Seasons. So, Ages wird Chuck Moritz 1337 beginnen, während ich Oracle of Ages anfange. Das heißt, ihr könnt sowohl bei mir als auch bei ihm den Fortschritt sehen. Und sobald wir beide es durchhaben, bekommen wir jeweils einen Code und beginnen jeweils das andere Spiel nochmal. Das heißt, ihr könnt bei beiden Leuten beide Spiele verfolgen. So gesehen. Ich möchte nämlich wirklich beide Let's Playen. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache nur das eine und Chuck darf das andere machen. Auf jeden Fall, ich lege es euch ans Herz, wenn ihr mein Part, also meine Parts davon schaut, dass ihr auch bei ihm vorbeischaut, denn er gibt sich wirklich Mühe. So, und dann wäre noch irgendetwas, was ich mit Shinji anstellen werde. Das werde ich mit Knacki besprechen. Und Knacki, ich habe schon etwas mit dir vor. Also es ist so gemacht worden, dass jetzt der Gewinner entscheiden darf. Ganz fies. Denn ich bin der Gewinner, also darf ich entscheiden. Nein, Scherz. Auf jeden Fall, das muss ich mit Knacki noch besprechen, ob er damit einverstanden ist. Ich habe mit Knacki ein Projekt vor. Ein Let's Play Together. Ein ganz gemeines. Wird nicht lange dauern wahrscheinlich, aber es wird ein Together. So, grundsätzlich war es das jetzt. Punch-Out ist ja jetzt hiermit beendet und somit wird Oracle of
Seasons beginnen. Bei ihm Oracle of Ages, bei Chuck Moritz. Und die Strafe für Roxy Zero Ventus steht auch fest. Die Verlinkung zu seinem Part 1 wird hier auch drinnen vorkommen. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, denn die Verlinkung, schaut auf meinen Kanal. Es gibt eine Verlinkung zu Roxy Zero Ventus auch hier. Beziehungsweise werde ich euch die Verlinkung zu jedem aus der Konfi nochmal geben. Ansonsten, danke Leute fürs Zuhören. Und wir sehen uns bei meinen zwei Zelda Let's Plays dann wieder. Wie gesagt, ich werde schauen, dass ich heute Wind Waker noch hochbringe. Es wird wahrscheinlich knapp von der Zeit, aber ich werde mich bemühen. Und im Nachhinein werde ich dann noch versuchen, Oracle of Seasons aufzunehmen. Was übrigens semi-blind für mich sein wird, beziehungsweise schon fast wieder blind, weil es einfach viel zu lang her ist, dass ich das Spiel gespielt habe. Obwohl, ich muss sagen, ich habe 15 Minuten gespielt und war schon im zweiten Dungeon vorhin. Wollte mich nur aufwärmen und habe schon ziemlich viel erreicht. Auf jeden Fall. Das war's jetzt. Wenn euch alles gefallen hat in dem Sinne mit Dr. Kawashima, mit Punch-Out, schreibt mir ruhig alles Mögliche, was ich brauche Feedback von euch. Ich möchte wirklich gern wissen, ob euch das weiterhin interessiert, dass ich solche Dinge mit euch mache, dass ihr gerne solche Dinge seht, etc. etc. Nun gut, ich habe jetzt genug gelabert. Das sind jetzt schon wieder über 6 Minuten. Das ist ein langes Info-Video wieder. Viel Spaß bei den anderen Videos. Ansonsten schönen Tag noch. Ciao Leute.